Risk-Reward im aggressiven Daytrading. Wir schauen uns heute an, wie das denn im Risk-Reward aussieht, und hierzu schauen wir uns dann den DAX an, den ich letzte Woche Donnerstag gezeigt habe. Ich glaube, es war Donnerstag. Ich werde auf jeden Fall hier oben nochmal das Video kurz einblenden, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber darum soll es gehen. Und zwar ist das Risk-Reward an für sich ein sehr einfaches Konstrukt, aber im Daytrading enorm wichtig, weil lieber habe ich viele kleine Verluste und einen großen Gewinn, anstatt einfach gar keine Verluste, also pro Trade gesprochen, und einen ja, recht normalen Gewinn. Und wir kommen gleich noch darauf zurück, was ich damit meine, weil gar keine Verluste gehen natürlich nicht. Aber Achtung, also erst einmal der Punktwert im FDAX, der ist hier bei 25 Euro pro Kontrakt. Wichtig ist hier pro Kontrakt, das heißt also pro Einheit, die ich eingehe. Und hier halt der Kontrakt ist 25 Euro wert. Für jemanden, der nicht so ein hohes Risiko handelt oder eher gesagt so ein größeres Konto handelt, der kann zum Beispiel auch den MicroDAX nehmen. Der ist mittlerweile neuer, also ja, ist jetzt neuer. Und da kann man zum Beispiel mit einem Euro pro Kontrakt handeln. Das bedeutet also, ich kann schon mal hingehen und kann mein Risiko, das was ich machen möchte, also Money Management, anpassen. Klar, da gibt es noch andere Produkte, mit denen man das tun kann. Aber jetzt hier zum Beispiel wäre hier im DAX, wenn man im Futures handeln will, dann wären das zum Beispiel zwei Sachen. Es gibt dann noch einen Mini-DAX, der hat dann 5 Euro pro Kontrakt. Naja gut, okay. Dieser besagte Trade, der hat hier einen Einstieg gehabt bei 14.206 Punkten. Und den SL, der war bei 14.221. Heißt also, wir hatten einen Short-Trade, wie wir auch hier sehen. SL oben, ne? Hier war der Einstieg, SL dann hier drüber. Das war ja der Trade gewesen. Okay, und wenn wir uns das anschauen, dann sind das 15 Punkte. Und 15 Punkte bedeuten bei dem ganz normalen FDAX, also mit 25 Euro Risiko pro Kontrakt, 375 Euro pro Kontrakt. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel 10 Kontrakte habt, dann sind es nicht mehr 375, sondern dann wären es 3750. Okay, habt ihr aber mit dem Mikro-DAX gehandelt und dann seid ihr zum Beispiel nur bei 15 Euro pro Kontrakt, obwohl es der gleiche Trade ist. Aber halt in einem anderen Produkt, wo man dann dementsprechend einfach weniger Risiko eingeht. Aber bedeutet natürlich auch, man bekommt noch weniger, wenn es dann läuft. Aber letztlich geht es nur darum, dass man den DAX abbilden will und das Risikomanagement passt man dann auf sein Konto an. Okay, das ist quasi die Risikoseite. Aber was ist denn unsere Reward-Seite? Naja, gleich, wir haben den gleichen Einstieg, aber unser TP ist natürlich jetzt wesentlich größer. Und hier haben wir dann ein Potenzial von 392 Punkten. Das ist übrigens, was ich hier gemacht habe mit diesem Trade. Denn auf einmal, als die US-Session reinkam, kam doch ein recht starkes positives Sentiment rein. Und somit habe ich hier einen Teil geschlossen. Nicht alles, aber einen Teil geschlossen. Und somit ist das das Potenzial für diese Kontrakte, die ich da geschlossen habe. Und wenn wir jetzt hingehen und multiplizieren die 25 Euro pro Kontrakt mit den Punkten, die hier als Potenzial drin sind, dann kriegen wir 9.800 Euro pro Kontrakt. Oder im Mikro-DAX halt 392 Euro pro Kontrakt. Okay, und jetzt kommen wir nochmal kurz zurück, was ich die ganze Zeit meine. Wenn ich sage, ich habe lieber 3 Verluste und ein Gewinn, als nur ein Gewinn mit einem schlechten Risk-Reward, dann meine ich damit, ich riskiere lieber in meinem aggressiven Daytrading mehrere Verluste zu haben, aber immer recht kleine Verluste, also wenige Punkte abzugeben, aber dafür dann in diesen Trade reinzukommen, der mir zum Beispiel wie hier knapp 400 Punkte macht. Das würde bedeuten, sagen wir einfach mal, ich habe 3 Versuche gebraucht, dann habe ich bei 3 Versuchen natürlich 45 Punkte komplett verloren, habe aber auf der Gegenseite, wie jetzt hier, knapp 400, also 392 Punkte gewonnen. Dann habe ich natürlich, wenn ich das gegenüberrechne, mehr Gewinn, weil ich habe 45 Punkte verloren, 392 Punkte gemacht. Und somit habe ich unterm Strich mehr Gewinn, wie wenn ich einen Trade eingegangen wäre und hätte keinen Verlust gehabt, aber hätte quasi 200 riskiert. Und unterm Strich, ja, gehen wir jetzt aber auf 400 zum leichten Rechnen, 400 gemacht. Ja, ich habe zwar hier 400 Punkte gemacht, das ist auch mehr als meine 392, weil die muss ich hier noch minus 45 rechnen. Aber es wird nicht bei einem Trade bleiben. Irgendwann fliegen die minus 200 mir auch um die Ohren. Das heißt, ich muss sie zahlen und somit wird natürlich das ganze Trading erheblich schlechter werden. Und zwar sofort erheblich schlechter werden. Und vor allem, ich muss ein viel höheres Risiko fahren. Das bedeutet also, ich komme nicht wirklich vorwärts. Denn für alle 2 Verluste, die ich mache, brauche ich einen vollen Gewinner. Nur dann bin ich ja Break-Even.
Und hier oben in meinem Beispiel, da kann ich wirklich viele, viele Verluste fahren, bis ich negativ werde. Weil es gibt immer Verluste. Es ist nicht möglich, ohne Verlust zu handeln. Es kommen ständig Verluste rein. Egal welche Strategie man fährt, es wird immer Verluste geben. Und dementsprechend fahre ich lieber. Lieber habe ich drei Verluste mehr, aber dann einen Gewinner, der sich gewaschen hat, anstatt einfach medioker, also einfach im Durchschnitt hier rumzuhandeln. Das macht dann für mich keinen Sinn. Und hier habe ich eine Folie vorbereitet, eher gesagt eine Tabellenkalkulation. Das geht zwar jetzt nur mit einem Risk-Reward bis 1 zu 5, aber okay, reicht erstmal. Und hier ist das Interessante, was wir sehen können. Wenn wir zum Beispiel fünfmal das verdienen, was wir riskieren, dann sind wir schon bei 40% Trefferquote, wo wahrscheinlich die meisten bei euch sein werden, sehr, sehr positiv. Wir verdienen dann immerhin 14 Mal unser Risiko. Und das ist natürlich was sehr, sehr Interessantes, wenn wir das Ganze eingehen. Okay, wir sehen zum Beispiel ganz klar hier, wenn ich ein 1 zu 1 habe, das heißt zum Beispiel, ich riskiere 10 Euro, gewinne 10 Euro, dann ist vollkommen klar, dass ich erst positiv bin, sobald ich über die 50% komme. Ja, Commission und Spread hier nicht beachtet. Ne? Das habe ich jetzt komplett weggelassen und das ist natürlich überhaupt nicht beachtet worden. Und das ist halt einfach das Interessante. Das heißt also, wenn wir uns das hier anschauen, dann ist klar, dass wir eher zu einem besseren CRV, also ein Risk-Reward haben, das ganz klar auf der Gewinnerseite liegt. Das heißt, ich riskiere viele, viele kleine Trades, um groß zu gewinnen. Und dann kann ich mir auch ja eine viel, viel schlechtere, viel, viel schlechtere Trefferquote leisten und dennoch unterm Strich profitabel sein. Und das ist genau das Interessante, was im aggressiven Daytrading so wichtig ist. Achtung, wir reden hier vom Daytrading. Wenn ich andere Arten von Trading betreibe oder sogar Investment, dann würde ich ein bisschen anders da vorgehen. Aber im Trading, im Daytrading, wo wir schnell wissen, was unser Resultat ist, ist das für mich einfach die beste Art zu handeln und die beste Art auch vorzugehen. Okay. Dann, wer das Ganze weiter erlernen will, vertiefen will, wie man jetzt auch dann diese Einstiege bekommt, also sprich, wie es wirklich Sinn ergibt, einen kleines Risiko einzugehen, um später die großen Trades zu bekommen, dann hier zum Mentoring. Wir starten 1.6. und das wäre dann auch das Uni-Team. Und im Uni-Team gibt es einen Zusatz, das auch nur für das Uni-Team ist. Das heißt also, das ist nicht in anderen Ausbildungen, also für die Juli-Ausbildung gibt es das wieder nicht, sondern nur in der Juni-Ausbildung gibt es einen Zusatz Index Trading, weil es momentan einfach so wichtig ist. Ne? Also momentan haben wir die Märkte, die darauf natürlich stark reagieren, wo man definitiv wissen muss, was los ist. Und genau deswegen haben wir das als Zusatz im Juni-Team. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche eine super Woche, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.